Elmar, vielleicht die erste Frage an dich. Aus aktuellem Anlass, in 8 Tagen, glaube ich, haben wir jetzt 4 Flugobjekte vom Himmel geholt. Mhm. Was weiß man denn inzwischen darüber? Man hört so wenig. Am meisten weiß man über den ersten der 4, den wir da auch sehen. Das ist ein ganz offenbar Spionageballon, sagen die Amerikaner, weil an dem hing dran Kommunikationsausrüstung. Das heißt Kameras, das heißt Mikrofone, mit denen man auch Kommunikation abhören, überwachen kann. Das wissen wir bisher schon. Und er ist abgeschossen worden, eben vor der Küste von South Carolina. Mhm. Jetzt sammelt man die Trümmer. Die anderen 3, die danach noch abgeschossen wurden, fallen möglicherweise in eine ganz andere Kategorie, nämlich harmlos, vergleichsweise harmlos. Wetter. Wirklich Wetter? Man geht jetzt davon aus, dass es vielleicht recht harmlose Objekte waren, tatsächlich Ballons, vielleicht sogar ein privater Ballon, wo Studenten ein Experiment gemacht haben. Aber das ist nicht ungewöhnlich, weil pro Jahr schickt allein der amerikanische Wetterdienst 60.000 solcher Ballons in die Luft. Und momentan ist man natürlich sehr, ich sag mal, aufgeregt. Und deswegen wird alles abgeschossen, was da über den Himmel fliegt. Aber wir sind so hysterisch mittlerweile, dass wir nicht mal mehr einen Wetterballon von einem Spionageballon deutlich unterscheiden können? Ich glaube, der Druck ist unglaublich hoch auf die beiden Administrationen. Wir haben das in den letzten Tagen erlebt. Abgeordnete beider Parteien, die im Grunde genommen sagen, es kann doch nicht sein, dass dieser eine Ballon es geschafft hat, einmal quer über die USA drüber zu fliegen, bis man ihn dann abgeschossen hat. Und jetzt wird so früh wie möglich alles abgeschossen, weil man nicht 100% sicher ist, ob es nicht doch auch Spionagegerät ist. Es heißt auch, das kam auch ganz früh, dass zu Zeiten von Trump gab es angeblich 3 solcher Vorfälle. Ja. 3 Ballons. Keiner abgeschossen. Ja. Warum nicht? Ist schwer zu sagen im Nachhinein. Die Regierung von Trump oder Regierungsmitglieder behaupten, sie hätten nie davon erfahren. Der Verteidigungsminister, der nationale Sicherheitsberater, sie hätten nie davon erfahren, dass das gewesen sei. Ein Ballon ging über Florida, einer über Texas, einer über Guam. Aber offenbar nur ganz kurz. Und die Biden-Administration behauptet, damals war niemandem wirklich aufgegangen, um was es sich handelte. Und man habe selber tatsächlich seit dem 20. Februar diesen einen Ballon, Entschuldigung, seit dem 20. Januar, diesen einen Ballon getrackt, der von der Insel Hainan aufgestiegen ist in China. Man hat ihn also über Tage verfolgt, bis er dann in den amerikanischen Luftraum über Alaska eingedrungen ist und weiter verfolgt. Und offenbar erst dann angefangen, Geheimdiensterkenntnisse der letzten Jahre einfach mal zusammenzuziehen und kam zu dem Schluss, da ist ein großes Spionageballonprogramm. Okay, das heißt, die kannten den und haben aber nicht ganz verstanden, worum es sich handelt. Warum diese Ballons, fragt man sich, Herr Geiges oder Elmar, könnt ihr das lösen? Also das wirkt ja so furchtbar retro, in Zeiten von Satelliten. Google oder Alphabet können in jeden Winkel dieses Planeten gucken. Warum dann Ballons? Na gut, ich meine, Xi Jinping ist ein absoluter Kontrollfuzzi. Das wissen die Chinesen seit Jahren. Er hat die Zahl der Überwachungskameras in seiner Amtszeit von 100 Millionen auf 600 Millionen erhöht. Also es gibt auf 2 Chinesen gibt es eine Überwachungskamera. Die Hälfte aller Überwachungskamera auf Erden sind in China montiert. Ne? Genau. Und diese Kontrolle, da er weltweite Ansprüche hat, weltweit eine Vorherrschaft möchte, darum möchte er diese Kontrolle weltweit ausdehnen. Und da bieten sich neben den Satelliten, die es natürlich auch gibt, diese Ballons an, weil die langsamer sind. Das heißt, die können länger auch an einer Stelle bleiben. Und die sind auch besser geeignet, um Kommunikation abzuwenden. Mikrofone, ne? Das Thema. Mhm. Spannend. Wie ist denn das Ereignis in China aufgenommen worden? Wissen Sie das? Na gut, man darüber berichtet? Sagen die bösen Amerikaner haben unseren armen Wetterballon. Was man hier auch gehört hat, was das Außenministerium sagte, die USA hätten überreagiert. Im chinesischen Internet ist es eher so mit Ironie aufgenommen worden. Die Chinesen kennen sogar Nena 99 Luftballons. Auch das wurde in dem Zusammenhang erwähnt. Also ich meine, man muss erst mal ehrlich sagen, es ist ja, also es gibt keinen Grund zu moralisieren. Ich meine, die Amis haben das Handy von Angela Merkel abgehört. Also es ist ja nicht der Punkt an sich, dass da alle spionieren. Genau. Der Punkt ist halt wirklich, dass China sich in früheren Jahrzehnten sehr stark zurückgehalten hat, sich nur auf die innere Entwicklung konzentriert hat, während Xi Jinping möchte Vorherrschaft über die ganze Welt und darum natürlich auch spionieren in der ganzen Welt. Weil Sie gerade, Herr Geiges, Angela Merkel erwähnt haben, fällt mir gerade an, Christoph Heusgen war neulich hier, langjähriger außenpolitischer Berater, der sagte, das ist ein alarmierendes Ereignis und wir leben in diesem Konflikt Russland-Ukraine, aber eigentlich
geht es um einen ganz anderen Konflikt. Den Konflikt dahinter, nämlich die Rivalität zwischen den USA und China. Und Sie sagen, Herr Geiges, es ist auffällig, wie es bei dem Thema in letzter Zeit an Intensität zugenommen hat. Woran machen Sie das fest? Naja, also man sieht eigentlich zwei Sachen parallel. Man sieht hier in Europa, hier reden wir über Panzerlieferungen für den Krieg in der Ukraine. Und bei diesem Konflikt zwischen China und den USA geht es um künstliche Intelligenz. Das ist das, was für diesen Krieg entscheidend ist. Und auch bei diesen Ballons jetzt, da gab es ja offenbar, das wissen Sie besser, in den USA vom US-Militär auch so eine Übung über die Datenverbindungen. Und das ist der große Wettlauf im Moment zwischen den USA und China, künstliche Intelligenz. Und im Moment sieht vieles danach aus, als ob China da die Nase vorn hätte. Zumindest ist das das, was Xi Jinping anstrebt und wo er seine Leute dazu verdonnert, das zu erreichen. Die Amerikaner nehmen das offenbar sehr, sehr ernst. Der Außenminister hat gerade den Besuch in China auch abgesagt. Und Elmar sagt, auch das, was wir da in der Ukraine sehen, das Engagement der Amerikaner für die Ukraine hat in Wahrheit ganz viel mit Taiwan zu tun. Warum? Ich will das mal anhand von einer Anekdote klar machen. Wir waren vor fast einem Jahr, im März letzten Jahres, mit Joe Biden in Warschau. Im Schloss hat er ja seine große Rede gehalten, Ende März letzten Jahres. Am Vorabend hatte man uns gebeten, in einen Raum zu kommen. Das gäbe ein Hintergrundgespräch, Stehkonvent mit Administration Officials. Und wir waren fest davon ausgegangen, das sind dann Pressesprecher vom Weißen Haus, von Ministerien. Es kamen aber dann, die Tür ging auf, tatsächlich engste Kabinettsmitglieder der US-Regierung herein, engste Berater von Joe Biden. Und die standen dann uns zur Verfügung, um ihnen Fragen zu stellen, auch im 1-zu-1-Gespräch. Und ich habe gefragt, das, was man da gerade mit Russland macht, wäre man dazu auch bereit, wegen Taiwan mit China zu machen? Also Wirtschaftssanktionen, militärische Unterstützung und so weiter. Und die Antwort war von Biden sehr klar, ja. Anders als im Ukraine-Konflikt würden die USA direkt militärisch auch eingreifen, wenn China Taiwan angreift. Und deswegen ist der Ukraine-Krieg so wichtig. Er zeigt im Grunde genommen, wenn man Putin damit davonkommen lässt, dass er ein Land einfach besetzt, erobert, zum Teil russischen Territoriums erklärt, dann könnte China daraus den Schluss ziehen, es wäre auch in der Lage, und der Westen wäre zu schwach, um das zu verhindern, er könnte Taiwan erobern. Und das steht hinter diesem Engagement der Amerikaner zum großen Teil. Natürlich spielt auch eine Rolle, man braucht ein stabiles Europa und da kann man keinen russischen Anführer gebrauchen, der anfängt, die umliegenden Länder gewissermaßen zu erobern. Wissen die Chinesen das, Herr Geiges? Ist denen das klar, sozusagen, warum die Amerikaner sich da so engagieren? Wie wichtig diese Taiwan-Frage ist? Warum ist Taiwan so wichtig für die Chinesen? Also Taiwan ist für die Chinesen wichtig, weil das ja ein wichtiger Bestandteil dieser nationalistischen Rhetorik ist. Das ist Teil unseres Mutterlandes und wir müssen uns mit denen vereinen. Und das ist jetzt aber so brisant geworden. Das war in den Zeiten vor Xi Jinping, war das so eine Festtagsrede, so wie wir so in den 70er und 80er Jahren deutsche Einheit, hat keiner dran geglaubt. So. Und Xi Jinping suggeriert, dass er zu seinen Lebens- und Amtszeiten Taiwan heim ins Reich holen wird. Und das macht die Sache so gefährlich, weil er sich damit unter Zeitdruck gesetzt hat. Ein anderer wichtiger Grund ist, 64% der Halbleiter, der Computerchips weltweit, werden in Taiwan hergestellt. Deshalb muss man sagen, so schlimm das ist, was in der Ukraine passiert, aber für die Welt geht es in Taiwan noch um viel mehr. Nämlich da geht es um die Herrschaft über die Welt. Wer diese Computerchips hat, kann alle anderen Länder unter Druck setzen. Speziell, wenn es um diese wirklich leistungsfähigen Rechner geht, wenn es um TSMC, ne, ist die Firma, um die es da geht, diese Computerfirma. Das heißt, auch diese sehr aggressive Herangehensweise. Ich meine, was die Amerikaner da gemacht haben mit den Chinesen. Sagen wir, es geht nicht um die einfachen Halbleiter, ne, die in vielen Autos teilweise tausende Stück verbaut sind. Das können die Chinesen längst selber und das machen die auch erfolgreich, wenn es darum geht, eine Scheibe auf und zu machen oder Airbags auszulösen. Aber es geht um diese Hochleistungsprozessoren, die dann künstliche Intelligenz, gigantische Datenmengen und so weiter auslesen, Muster erkennen können und so weiter. Also die Technologie von morgen. Und dann gehen die einfach hin und sagen,
kriegt ihr nicht mehr. Genau, weil man erkannt hat. Aber radikal. Das hat einen einfachen Grund. Vor einigen Jahren haben die USA erkannt, dass amerikanische Technologie, Softwaretechnologie und auch Hardware in chinesischen Raketen steckt. Offenbar war es so, dass eine Firma namens Phytium, eine chinesische Firma, Hochleistungsprozessoren gefertigt hat, die in den neuen Überschallraketen der Chinesen verbaut worden sind. Okay. Das heißt, der Westen hat den Chinesen, ohne es zu wollen, dabei geholfen, diese Raketen zu entwickeln? Weil in diesen Chips von Phytium, übrigens gefertigt in Taiwan, steckt Technologie von zwei amerikanischen Firmen aus Kalifornien. Und das haben die Amerikaner durch Spionage, durch Aufklärung herausbekommen. Und als einen Beleg, ein Ballon vielleicht. Könnte sein, oder vielleicht mit menschlichen Quellen. Ja, jedenfalls, das Ergebnis ist, es wurde klar, dass China aufrüstet, massivst, auch mit westlicher Technologie und eben mit einer Halbleitertechnologie, die wir in Europa und in den USA teilweise führend bei einigen Firmen haben. Es gibt ein kleines niederländisches Unternehmen, ASML heißt das. ASML, genau. Weil so klein sind die nicht. Ne? Das stellt quasi Werkzeuge her, um diese winzigen Halbleiter herzustellen und zu verbauen. Und der Premierminister der Niederlande war vor zwei Wochen in Washington und hat mit Joe Biden darüber hinter verschlossenen Türen beraten, weil die Amerikaner sicherstellen wollen, dass diese Fähigkeiten, diese Werkzeuge, die in den Niederlanden hergestellt werden, nicht in die Hände Chinas geraten, weil man fest überzeugt ist, dass diese Technologie in chinesischen Waffen verbaut wird und dann natürlich genutzt werden kann, zum Beispiel, um amerikanische Flugzeugträgergruppen anzugreifen. Denn gerade diese Überschallraketen sind als Aircraft Carrier bekannt. Das sind Raketen, mit denen tatsächlich komplette Flugzeugträger ausgeschaltet werden können. Und übrigens nicht nur in den chinesischen Waffen, sondern es ist ja jetzt rausgekommen in der großen Geschichte des Wall Street Journals, dass die Chinesen ja jetzt solche Halbleiter, die auch Dual Use, also auch militärisch genutzt werden können, nach Russland liefern. Und zwar in Mengen. Und das ist nämlich auch zurück zur Frage nach der chinesischen Haltung da. Also wenn in der chinesischen Presse über den Krieg in der Ukraine berichtet wird, sind da immer zwei Fotos. Auf der einen Seite ist Putin und auf der anderen Seite ist nicht Zelensky, sondern Joe Biden. Das heißt, die chinesische Darstellung ist, das sei ein Krieg zwischen den USA und Russland. Und da ist China ganz klar Partei. Ist tatsächlich Partei, ne? Ja, also all also diese... man bemüht sich ja wahnsinnig, den Eindruck zu erwecken, wir haben mit nichts was zu tun und wir wollen eigentlich nur ein bisschen Handel treiben und so weiter. Aber es gab, das ist sehr interessant, also der Krieg ist ja jetzt quasi der Tag, an dem sich das traurigerweise jährt, der 24. Februar. Aber der 4. Februar war ja auch interessant, ne? Dieses Treffen Putin und Xi Jinping, wo man sich unverbrüchliche Freundschaft geschworen hat für immer und für alle Zeiten. Und dann auf die Frage, die eine Sprecherin der chinesischen Regierung, die sagte, auf die Frage, könnte es sein, dass die Ukraine angreifen, antwortete, das fand ich einen irren Satz, was glauben Sie denn, was passiert, wenn man ein so großes Land wie Russland so in die Ecke drängt? Das heißt, da gibt es ein gemeinsames Verständnis von dem, was da passiert. Auf jeden Fall. Also es war ja die Eröffnung der Olympischen Winterspiele in Peking. Genau. Übrigens auch interessant, Peking, die einzige Stadt der Welt, die sowohl Sommerspiele als auch Winterspiele hatte. Und dann kommen da ausländische Politiker, unter anderem Putin. Und normalerweise bei so einem Sportereignis sind das ja so Höflichkeitstreffen. Und die haben aber stattdessen eine gemeinsame Erklärung verabschiedet, die eigentlich darauf hinausläuft, die gegenwärtige Weltordnung umzustürzen, wo sie gemeinsam sagen, die Welt, das muss sich alles völlig verändern und dieser große Einfluss, den die USA bisher haben, den die NATO hat, das darf alles nicht mehr sein. Und das hat natürlich Putin, keiner von uns war bei den Gesprächen dabei, wir wissen nicht, wie explizit Putin da erzählt hat, wann er mit dem Krieg loslegt, aber er hat das verstanden als Freifahrtschein, weil sie sich damit gegenseitig ein gemeinsames Weltbild, gemeinsame Welt bescheinigt. Genau, und umgekehrt ist ja zumindest dokumentiert, dass die Chinesen nicht deutlich widersprochen haben, als er das gemacht hat. Ne? Da ist ja keiner auffällig geworden und sagte, lass das mal. Man hat ein gemeinsames Ziel. Man will im Grunde genommen das, was wir als Weltordnung nach
nach dem Zweiten Weltkrieg kennengelernt haben, umdeuten in eine neue Weltordnung, in der eben nicht mehr, ich sag mal, der Westen das Sagen hat, sondern eben autoritäre Regime wie Russland und China. Ich glaube, nur China ist gerade dabei zu lernen, dass die grenzenlose Freundschaft mit Russland vielleicht doch nicht so sinnvoll ist. Weil China studiert sehr genau, Peking studiert sehr genau, was alles in den letzten 12 Monaten passiert ist. China hat de facto keine militärische direkte Unterstützung an Russland gegeben. China hat ideologisch Rückendeckung gegeben bei den Vereinten Nationen und hat seinen Handel mit Russland massiv ausgebaut. Das Handelsvolumen ist um ein Drittel mehr und 190 Milliarden ist das Handelsvolumen zwischen diesen beiden Staaten. Aber man hält sich eigentlich recht zurück in dieser Auseinandersetzung. Warum? Weil ich glaube, Peking sehr genau sieht, was einem Land angetan werden kann, wenn diese Wirtschaftssanktionen, die der Westen ja gegen Russland beschlossen hat, in Sachen Energie, aber auch in Sachen Hochtechnologie, wenn die auf China, auf eine Großmacht angewendet würden. Und China ist um ein Vielfaches auch ein Stück weit abhängig vom Westen, so wie wir von China abhängig sind. Das heißt, wenn wir es ernst meinen würden und Sanktionen verhängen würden, würde Xi Jinping in massive Probleme kommen. Er hat sowieso wirtschaftliche Probleme. Er hat die Folgen der Pandemie. Er hat eine überalterte Gesellschaft. Also sein Land könnte sich sehr schnell destabilisieren, wenn der Westen ähnliche Sanktionen gibt. Über die Frage, wie stark dieses als so stark oft beschriebene Land China wirklich ist, sollten wir gleich mal reden, weil es wirklich spannend ist. Wir haben gerade über diese Chipfabrik in Taiwan gesprochen, die so wichtig ist. Und auch interessant irgendwie, wenn man hört, dass auch zwei deutsche Hersteller, Trumpf und Trumpf und Zeiss liefern ganz wichtige Bestandteile für diese Maschinen. Man fragt sich immer, warum machen das die Chinesen nicht selber? Die können das gar nicht? Sind die wirtschaftlich gar nicht so weit, technologisch so weit, dass sie solche Chips selber herstellen können, solche Prozessoren? Bisher sind sie tatsächlich nicht so weit, aber sie haben in den letzten Jahren aufgeholt und Xi Jinping hat die Parole ausgegeben. Wir müssen möglichst schnell auch da unabhängig werden von den anderen. Und das macht man unter anderem damit, dass man Experten, dass man Forscher, dass man Ingenieure wegkauft aus großen westlichen Firmen. Ein Beispiel: Lattice Halbleiter, Semiconductors in den USA, ein großes Unternehmen. Da hat China versucht, sich einzukaufen, also in dieses Unternehmen zu investieren in den USA, um Zugriff natürlich zum Know-how, in die Technologie zu bekommen. Das hat die US-Regierung abgewehrt. Die hat das verboten. Das war damals noch unter Barack Obama, wurde diese Investition verboten. Und daraufhin hat China einfach zwei der Top-Ingenieure, der Top-Designer für diese Halbleiter abgeworben, die eine Firma gegründet haben in Guangzhou in China und jetzt eben Konkurrenz sind für Lattice Semiconductors. Also man versucht aufzuholen, aber es wird sicherlich noch einige Jahre dauern, bis man soweit ist. Und umgekehrt sieht man, vielleicht kann die Regie die Bilder netterweise einmal zuspielen, wie unglaublich aggressiv die Amerikaner ihre eigene Halbleiterproduktion vorantreiben. Genau diese Art von Prozessoren in Arizona, glaube ich, hat TSMC, die Firma, über die wir gerade sprechen, aus Taiwan, korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage, Elmar, die größte Investition überhaupt in der Geschichte der USA gemacht. 40 Milliarden Dollar. Von TSMC sind es 14 Milliarden, soweit ich weiß. Es gibt aber gleich nebenan ein Werk von Intel, 20 Milliarden Dollar. Ein weiteres Werk von Intel in Ohio, 20 Milliarden. Die entstehen gerade. Das sind diese Bilder. Genau. 40 und auch Samsung, Milliarden insgesamt. Und auch Samsung baut für 20 Milliarden eine weitere Halbleiterfabrik in den USA, Südkorea. Das heißt, man versucht, die Produktion für die wichtigste Technologie, weil wir sie überall brauchen, sei es die Uhr, sei es das Handy, sei es das Auto, überall steckt sie drin, die versucht man im eigenen Land zu haben, um nicht mehr abhängig zu sein von China, aber auch nicht mehr von Taiwan. Und das Witzige ist, dass es sogar zeitgleich in China das Gleiche passiert. Also bei Xi Jinping heißt das Made in China 2025. Mhm. Weil auch er möchte nicht diese Abhängigkeit haben. Ich meine, Eroberung Taiwans ist eine Sache, aber auch China ist ja technologisch noch auf nicht nur Taiwan, sondern auch auf den Westen angewiesen. Und er möchte das genauso nicht haben, weil er seine Machtpläne nur verwirklichen kann, wenn China, wie er sagt, autark ist. So, und weil wir die beiden gerade da sehen, gab gerade die Rede an die Nation von Joe Biden. Und ich sag mal so, das war mal eine klare Aussprache. Wir hören mal ganz kurz rein. I may give my personal conversations, which have been many, with President Xi, that we seek competition, not conflict. But I will make no apologies that we're investing in to make America stronger.
Investing in American innovation and industries will define the future that China intends to be dominating. Investing in our alliances and working with our allies to protect advanced technologies so they will not be used against us. Modernizing our military to safeguard stability and deter aggression. Today, we're in the strongest position in decades to compete with China or anyone else in the world. Anyone else in the world. And I'm committed to work with China where we can advance American interests and benefit the world. But make no mistake about it. As we made clear last week, if China threatens our sovereignty, we will act to protect our country, and we did. Das ist Trump 2.0. Ja, es ist eine Erkenntnis, die in Amerika... Die Rhetorik ist genau das. Absolut. Und die Erkenntnis seit 2015 in den USA schon gewachsen. Also auch schon vor Trump. Und interessanterweise die damals mit Joe Biden, als er Vizepräsident war, in den Ämtern waren, die sind jetzt seine wichtigsten Berater in Sachen China. Anthony Blinken, der Außenminister. Eli Redner, der China-Experte im Außenminister. Das ist ein Großhirn, ne? Das ist der Vordenker der Indo-Pazifik-Strategie, die US-Regierung vor einiger Zeit vorgelegt hat. Und die besteht aus drei Punkten. Erstens... Ja. Sich unabhängig machen technologisch von China und dafür zu sorgen, dass eben Hochtechnologie nicht in die Hände Chinas kommt. Zweiter Punkt, militärisch massiv gegenhalten. Jüngste Zeit, vor wenigen Wochen, der Verteidigungsminister Austin war auf den Philippinen und hat doch die Zusage bekommen, dass die US-Streitkräfte die Basen im Norden der Philippinen nutzen dürfen und dass in Japan die Zusage bekommen, auf Okinawa die Marines Raketen aufstellen dürfen. Okinawa ist die Insel im Süden, ne? Und mit diesem Riegel kann man Taiwan beschützen. Das ist also die zweite Strategie. Und der dritte Punkt dieser Strategie ist Verbündete. Joe Biden hat ein Jahr damit zugebracht, Verbündete zu werben rund um den Erdball, aber ganz besonders im Indo-Pazifik. Er hat ein Wirtschaftsbündnis im Indo-Pazifik vor einem Jahr oder einem Dreivierteljahr aus der Taufe gehoben und versucht im Grunde genommen, die Staaten dort in der Region zu überzeugen, dass sie sich vor dem Einfluss Chinas halt gegen diesen Einfluss wehren müssen. Herr Gagis, die Chinesen, Sie als jemand, der da so viele Verbindungen hin hat, sind auch mit einer Chinesin verheiratet. Ich nehme an, Ihre Kinder sprechen auch Chinesisch. Ja. Ja. Mal ganz kurz fragen, stimmt es, dass auch die Kinder amerikanischer Präsidenten und so weiter, dass Obamas Kinder sprechen Chinesisch oder irre ich mich da? Also eine von seinen beiden Töchtern spricht Chinesisch. Und Joe Bidens Enkelin spricht auch Chinesisch. Ja. Und Trumps Enkelin. Spricht auch Chinesisch. Ja, der hat ja für Xi Jinping sogar chinesische Lieder vorgesungen. Das heißt, da ist man sich sehr darüber im Klaren, wo die Reise hingeht. Man sichert sich für die Zukunft ab. Ja. Aber ernsthaft jetzt, es ist ja, deswegen macht auch keinen Unterschied, ob Trump oder Biden. Das ist ja eine Reaktion auf Xi Jinping. Mhm. Weil vorher war es ja bei China so, haben sich auf die innere Entwicklung konzentriert, auf die wirtschaftliche Entwicklung und weltpolitisch zurückgehalten. Und das hat sich mit Xi Jinping völlig verändert. Ihm geht es um Vorherrschaft weltweit. Und er ist auch entgegen dem, es gibt ja auch noch viele so Unternehmer, deutsche Unternehmer, die in China investieren, die sagen, das hat ja mit Kommunismus nichts mehr zu tun. Xi Jinping ist ein knallharter Kommunist. Wieder mehr denn je, würde ich sagen. Denn je, mehr denn je. Mhm. Und vor ihm war es so, pragmatisch nur und Wirtschaft geht vor allem. Nein, unter Xi Jinping hat die Ideologie wieder Priorität. Es wird überall in Schulen, wird jetzt teilweise der Englischunterricht gestrichen und ersetzt durch Studium Marxismus und durch Studium Xi Jinping-Gedanken. Und er hat diesen Gedanken nicht aufgegeben, sondern eher propagiert ihn wieder, weltweit Einfluss auszuüben. Früher nannte man das Weltrevolution. Er nennt das chinesische Lösungen anbieten. Er sagt, so unsere Demokratie, wie ich neulich gehört, das fand ich interessant. Unsere Demokratie. Ja. Eure Demokratie ist die falsche Demokratie. Wir machen hier die richtige Demokratie. Fand ich sehr interessant.